Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. So, dann schauen wir jetzt mal, dass wir hier ein bisschen weiter planen. Also planen wir mal die Küche. Wir haben jetzt noch nicht alle Gegenstände für die Küche. Ich muss jetzt im Pausenmodus bleiben, weil ich möchte das jetzt wie so eine Blaupause hier oben machen. So ein Grundriss. Also wenn ich das jetzt nicht machen würde, würde ich dann anfangen zu bauen. Wie gesagt, wir haben noch nicht alle Gegenstände. Ich kenne die aber alle. Ich meine, das so im Kopf zu haben, wie viel Platz ich brauche und wie ich das dann positionieren kann. Gucken wir mal. Also, ich brauche hier schon mal 6. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Hier kommt eine Tür hin. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fläche. Und dann kommt hier die Wand runter. Hier ist dann genau, da hier auch nochmal solche Vorratsräume hin sollen. 2 Stück. Also ich jetzt hier logischerweise auch wieder Platz. Unten kommt keine Tür rein, also können wir da komplett durchziehen. Das müsste erstmal so passen. Trägt mal auf Anhalten. Vorsicht, hier oben ist dieses Angehalten rausgenommen worden, weil das halt schon drin war. Also nochmal klicken, damit das wieder drin ist. Kurz mal gucken, ja, sind alle markiert. So, was haben wir denn schon? Baumäßig. Was will ich auf jeden Fall? Der Brunnen ist eine zentrale Sache. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur pro forma. Den Brunnen werde ich zum Beispiel verschieben. Den baue ich natürlich nicht nochmal neu. Gehen wir mal näher ran. Der soll so positioniert werden. Dann Lagerzonen erst. Nee, nicht Lagerzonen, sondern das Lagerung. So, was wir ein paar brauchen, sind Paletten. Da kommt natürlich auch zumindest eine direkt hier neben den Brunnen. Kurze Wege. Hier werde ich gleich die Trinkbehälter hinpacken, also diese Wasserschüsseln. Das heißt, hier kommt auch nochmal eine Palette hin. Ich glaube, ich baue noch irgendwo dann auch noch eine hin, dann muss ich später nochmal gucken. Es gibt Vorratsschränke, die haben wir aber noch nicht. Meine ich zumindest. Serviertisch. Die haben wir aber schon. Dann nehmen wir erstmal den Serviertisch. Da kommen die Trinkbehälter hin, die gehen wir da, die kommen genau in die Mitte, also von dem Raum, links einen nach da, dann lassen wir da einen frei. Wir drehen was dann mal, lassen wir wieder einen frei. Und hier drehen wir es dann nochmal. Solltet ihr euch vielleicht vorher auch mal eine Skizze machen, wenn ihr wisst, wie die beschaffen sind, die Gegenstände. Also wo ist dann zum Beispiel der Punkt, wo die dann stehen müssen, weil die dürfen sich dann nicht überlappen. Ich kann den also jetzt nicht quasi drehen, setze den jetzt hier hin, dann wird der den hier wieder löschen, weil das so nicht funktioniert. Also von daher da immer ein bisschen aufpassen. Was haben wir noch? Den Räucherofen hätten wir. Steinkamin, machen wir erstmal die Kamine, weil wir brauchen A, Wärme drin, damit hier nichts einfriert. Wir brauchen aber auch Licht. So, und den Kamin. Hier packe ich eine Fackel hin. Da sollte man halt auch wieder mal drauf aufpassen, wegen dem Funkenflug. Das ist nicht ganz so gravierend hier bei ihm. Also beim Kamin zu der Seite. Deswegen bauen wir da mal den Kamin hin. Ich mach das immer weg. Die Wandfackel. Weil es muss ja nicht immer der Kamin brennen. Die können wir jetzt hier hinpacken, weil der Kamin kann nicht in Flammen aufgehen. Da auch nicht. Hier ist nichts. Das sollte also reichen, hier den Bereich dann auch mit Helligkeit zu erfüllen. Ne, weil es was nützt es. Aber hier hinten fehlt dann noch was. Weil hier ist dann schön hell. Hier ist komplett dunkel. Da muss ich jetzt mal gucken. Haben wir auch hier erstmal den Kamin wieder. Wo bauen wir denn hin? Hier kommt noch ein Schrank hin.
Da kommt, will ich den Kachel. Nee, da nicht. Dann ist hier von dem Schrank quasi der Arbeitsplatz. Hier ist dann der. Kommt der Kachelofen, Wandfackel, hier kommt der Kamin hin. Genau. So, Wandfackel. Den Kachelofen, damit ich halt eine zusätzliche Wärmequelle halt habe. Ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht so, wie sinnvoll das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass der zumindest einen sollte man hier mit reinpacken, als mögliche Wärmequelle. So. Das zeigt natürlich jetzt jede Menge an, was uns fehlt, aber wie gesagt, das, wir bauen es ja letztendlich gar nicht. Von daher ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Was haben wir denn? Was fehlt uns noch? Noch eine Palette. Lagerung. Palette. Und die setze ich. Die setzen wir direkt hier hin, weil die könnte theoretisch an Flammen aufgehen. Mittlere Entflammbarkeit. Aber das ist halt der Kamin. Gefährlich ist es nur hier. Hier ist es nicht gefährlich und hier wäre es auch nicht gefährlich, wenn da halt nicht die Fackel wäre und die geht nur bis da. Also ist hier alles abgesichert, weil der Kachelofen, der kann dann auch nicht in Flammen aufgehen. Wir haben so jetzt tatsächlich integriert die, die Lampen, könnte man sagen. Also einmal Wärmequelle und einmal Lichtquelle. Und das sollte halt hier reichen, für den Bereich ungefähr, da für den Bereich. Dann müsste eigentlich eure Küche immer hell genug sein. So, was haben wir denn noch, was wir noch schon zur Verfügung haben? Die Tische haben wir, den Boden haben wir, die Paletten haben wir. Wohl halt eine Palette kann ich da oben auch noch hinsetzen. Oh, Palette. Auch hier, gleiches Spiel. Kann nichts passieren, genau wie da unten. Dann die Küche natürlich, die haben wir ja schon. Die setzen wir hier in die Ecke, das ist hübsch. Und passend dazu setzen wir hier auch noch den Räucherofen. Er hat halt auch keinen Funkenflug, das ist ganz gut. Ob wir den jemals benutzen, weiß ich nicht, aber wir können es zumindest mal hinbauen. So. Was jetzt noch fehlt, wäre zum Beispiel die Käsepresse. Und es fehlt noch das Butterfass. Die Käsepresse ist ungefähr 4 Kästchen. Das Butterfass müsste hier hinpassen. Dann haben wir noch den Reibetisch, da können wir dann den Hafer mahlen. Dann haben wir noch einen Teigtisch. So, da. Reibetisch, Teigtisch, da kommt dann der Ofen hin, wo dann die Brote gebacken werden. Dann haben wir noch einen Geschirrspüler. Da fehlt der ist aber noch nicht freigeschaltet. Wir haben noch nicht eine Schüssel. Dann brauchen wir noch einen Geschirrschrank. Das wäre dann hier. Dann ist das abgefüllt. Ah, genau, da oben. Das können wir ja schon mal bauen. Die haben wir ja. Da brauchen wir 4 Stück. Weil wenn ihr Gäste habt, ist das okay. Hier kommt ein Schrank hin, hier kommt ein Schrank hin. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Machen wir die Wand da wieder hin. Und die Tür können wir auch schon mal so provisorisch reinmachen. Dann sieht das wirklich hinterher so aus, wie es aussehen soll. Ich müsste eigentlich an alles gedacht haben. So, jetzt wäre wichtig, anhalten. Es soll ja nur eine Blaupause sein. Ist zwar vielleicht ein bisschen blöd, nervig. So. Aber ihr könnt so wirklich schön alles planen und ihr könnt das, wenn ihr das gemacht habt, gleich weiterlaufen lassen und dann die nächsten beiden Räume halt planen, diese Vorratsräume, die ich noch vorhabe, und dann habt ihr zumindest hier schon mal das Grundgerüst stehen. Aber ich achte darauf, dass ihr wirklich alles anhaltet. Ihr könnt das auch mit Tastenkürzeln machen, würde ich vermutlich auch. Das Problem ist, der Mikrofonarm, der verhindert so ein bisschen, dass ich so gut an die Tastatur gerade rankomme. Bei dem Spiel habe ich es mir etwas gemütlicher gemacht, sagen wir es mal so. Sitze jetzt nicht so ganz streng davor, wie ich das vielleicht zum Beispiel bei einem Ego-Shooter oder so machen würde. Da würde ich nicht so hier sitzen, wie ich das jetzt mache. So, das ist auch angehalten. Ich glaube, jetzt haben wir alles angehalten. Wir kontrollieren das auf jeden Fall nochmal. Es ist überall. Ja. Okay.
Gut. Dann lassen wir es doch endlich weiterlaufen, damit sich das Spiel auch mal ein bisschen fortentwickelt. Ja, jetzt kann ich hier dann auch noch mal zwei von den Räumen dran machen. Genau wie hier. Obwohl, das kann ich eigentlich auch eben schon mal planen. Gehen wir noch mal auf die Pause. Ihr könnt das natürlich auch schnell vorspulen, um dann das Endergebnis zu sehen, ne? Also, ja, ich spiele jetzt eigentlich so weiter, wie ich normal spielen würde. Das kann natürlich auch mal ein bisschen anstrengend sein zum Zugucken. Wenn ihr natürlich trotzdem normal zuguckt, freue ich mich. 1, 2, 3, so. Wie gesagt, die sind jetzt nur spiegelverkehrt zu den Räumen, die hier sind. Was anderes wird das hier nicht. Da machen wir dann auch direkt die Türen rein. Strohtür. So. Da fehlt halt jetzt noch das Dach. Die bauen wir jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt auch tatsächlich nur wieder Planung, weil sonst das könnte sein, dass wir das nicht mehr schaffen rechtzeitig. Und man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Wir haben immer noch Winter. So viele Äste haben wir zum Beispiel jetzt auch nicht mehr. Ich werde da jetzt aber auch nochmal die Paletten direkt hinpacken. Wie gesagt, ein bisschen spiegelverkehrt mache ich die jetzt hier. Ansonsten baue ich die wirklich 1 zu 1 um. Oh, so. Das heißt einmal. Ups. So. Plus. Obwohl, das ist jetzt gar nicht spiegelverkehrt, oder? Ah, doch. Einmal. Und da unten. Dann haben wir nur die dahin. Dahin. Nein, und dahin. Dann sind sogar schon die Bäume ausgegangen. Ach, was ist aus uns geworden? Fleischregale. Dahin. Dahin. So, die Türen machen wir natürlich auch direkt eben, dass wir die nicht vergessen. Paletten. Ja, darauf achten, weil die werden immer wieder rausgenommen, dann, wenn dann jetzt das hier so markiert. Eigentlich so. Die Fleischregale auch noch. Gut. Und hier waren dann drei von den Obstkörben. Also eigentlich war hier alles voller Obstkörbe. Bis auf den oberen Teil. Okay. Machen wir das hier auch so? Einmal, zweimal, dreimal. Da hatten wir die so. Dann drehen wir das entsprechend auch. So, und da oben waren jetzt drei Fleischregale, ne? In dem anderen Raum. Ja. Dann machen wir das doch hier auch noch. Und dann haben wir eigentlich die Planung tatsächlich für alles, was das Kochen angeht. Küchenbereich schon mal abgeschlossen. Das ist so. Schon habt ihr eine Blaupause, wie halt die Küche aussieht. Ihr seht auch schon mal, wie lang das Ganze ist. Das passt aber soweit. Wie gesagt, die Räume seht ihr ja hier. Die setzen sich quasi dann hier sofort. Da werde ich halt jetzt nur gucken, dass ich hier zukünftig, das machen wir jetzt nicht in dieser Folge, man soll ja auch das Spiel ein bisschen fortlaufen, deswegen lassen wir es jetzt auch laufen. Dann wird hier vermutlich Waschbereich noch hinkommen, zwei Räume, weil einer reicht nicht, weil ihr könnt bei der Raumlänge eigentlich nur zwei vier Badewannen in einen Raum packen. Und das ist dann nicht so der Sinn des Ganzen. Was machen die denn jetzt? Bereiten die schon irgendwas vor? Uah, seht ihr das? Da habe ich nicht aufgepasst. Er macht jetzt zum Glück nur das Gras weg, aber die Tür habe ich vergessen. Hätte er da irgendwo eine Tür hingesetzt und sonst wäre nichts da gewesen. Aber so ist das noch nicht ganz so schlimm. Das meine ich, ihr müsst aufpassen.
So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.